hier ist wieder eure Blockhütte und das ist wieder der Stahlverbieger und das sind wieder eure 5 Minuten. Schöne Frage. Und zwar, was muss ich beachten oder wie komme ich an einen guten Probenraum ran und was muss ich da beachten? Was sind denn so die Kriterien, die Grundvoraussetzungen, die ein Probenraum ja so erfüllen sollte? Ja, fangen wir mal so vorne an. Also ein Probenraum, Übungsraum, ich verwurste diese Begriffe hier gerade, ich nenne es immer Übungsraum. Ein Übungsraum sollte natürlich trocken sein. Das ist ein nicht zu verachtendes Kriterium. Oftmals wird man als Band oder so, ne, da vermietet irgendeiner nochmal so sein letztes Loch irgendwie und dann kommt man da rein. Und wenn man da reinkommt und man hat schon, also wie gesagt, verlasst euch da aufs Bauchgefühl. Wenn ihr da reinkommt und es ist euch unbehaglich, dann ist es ein gutes Kriterium darum, dass dieser Raum irgendwas hat, was nicht gut ist. Also, feucht sollte er natürlich nicht sein. Also wenn die, kann man ganz leicht rausfinden, fasst die Wände an, ne? Wie ist der Raum generell kalt? Ist er auch ganz wichtig, beheizbar? Ohne Heizung und dann vielleicht mit so einem Elektroheizer anfangen, ist im Winter ein totales, ich sag mal, schwieriges Unterfangen. Das kostet richtig viel Stromkosten, aber das müsst ihr machen, weil wenn ihr nur einmal die Woche zum Beispiel probt und einmal heizt ihr den Raum dann auf, ich sag jetzt mal, ne, 17, 18, 20 Grad und dann geht ihr wieder weg und die ganze warme Luft kondensiert, dann habt ihr ein richtiges Feuchtigkeitsproblem und gerade Verstärker, Membranen, Gitarren und so weiter, Saiten setzen diesen Rost, der sich dann entwickelt oder auch Schimmel im schlimmsten Fall und das kann sehr schnell gehen in einigen Ecken dann, also wenn man diese Fluktuation hat, also ein Raum muss eine durchgehend gute Temperatur haben können im Winter. Also am besten wäre definitiv eine Heizung. Das ist also, die muss ja nicht immer Full Power laufen, aber sie muss da sein, sodass der Raum eben halt nicht feucht wird. Dann finde ich es ganz gut, wenn ein Probenraum eine gewisse Größe natürlich hat, sodass man sich auch ein bisschen breit machen kann. Dann sollte ein Probenraum auch meiner Meinung nach definitiv irgendwie belüftbar sein. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja nun militanter Nichtraucher. Also ich habe noch nie geraucht in meinem Leben. Mir macht es nichts aus beim Proben, wenn da andere rauchen. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich bin da nicht der Moralapostel. Aber man muss leider, auch Raucher müssen das zugeben, wenn man in so einem Probenraum drin übt einen ganzen Abend lang und beim Üben muss ja alles zu sein, damit man den Krach nicht so nach draußen transportiert. Also muffelt man sich über die 4 Stunden des Abends oder 5 oder 6 sehr ein und dieser Qualm, der zieht natürlich nicht nur die eigenen Klamotten und hinterlässt dort seine argen Spuren, sondern der zieht auch in das gesamte Equipment ein. Also so ein Probenraum, der kann schon mal, also ne, das Equipment daraus kann schon mal sehr, sehr interessante Gerüche feil bieten. Und das ist natürlich nicht so schön. Also lüften ist schon mal geil, wenn das geht. Also auch ein Kriterium wirklich, ne? Also nicht zu verachtendes Kriterium. Und dann natürlich, der Probenraum sollte immer abschließbar sein, vernünftig abschließbar sein. Es soll vernünftiger Strom dort sein. Also das macht ja keinen Sinn, wenn alle 5 Minuten die Sicherung rausfliegt, weil das so ein Asbach-uralter Sicherungskasten ist. Der Sicherungskasten sollte von euch auch einsehbar sein, sodass ihr das mal, dass ihr mal eine Sicherung reindrücken könnt, wenn sie denn rausfliegt. Und am besten fände ich es, eine stromzählergenaue Abrechnung zu machen mit dem Vermieter, also ihr müsst ja Mietkosten bezahlen und es wäre geil, wenn dann Zwischenzähler, was eigentlich nicht wirklich ein Problem ist, so ein oller Zwischenzähler kostet ein paar Mark im Baumarkt oder was, 10, 20 Euro, den packt man eben halt für einen Probenraum dazwischen, also das kann man mit, also einer, der das wirklich vermieten will und der das ordentlich vermieten will, der würde das sicherlich machen. Ne, so ein Zwischenzähler, dann ist man immer safe, dann weiß man, was man wirklich verbraucht hat. Das ist immer schwierig, wenn das sonst in so einer, irgendwo in so einer Halle ist und dann läuft dann noch die Melkmaschine vom Bauern mit drüber oder sowas. Das ist immer ein schwieriges Unterfangen. So, das auf jeden Fall. Und was ich, jetzt kommen wir natürlich zu dem wichtigsten Kriterium mit, der Probenraum als solches. Also eine gewisse Größe finde ich ganz gut. Wie sollte er akustisch beschaffen sein? Also ich finde akustisch, das Schlimmste ist Stein in allen Dimensionen. Also Stein, Fußboden, Steinwände, Steindecke ist das Allerschlimmste. Das ballert nur, da kriegt man keinen guten Sound hin. Das wird unfreiwillig sehr laut werden. Das ist scheiße. Wenn man so einen Raum vorfindet, muss man bauliche Veränderungen vornehmen. Mein heißer Tipp, Fußboden mit Teppich machen. Entweder alte eigene Teppiche nehmen, die man einfach so als Patchwork übereinander packt, bis man so ein Viereck dann voll hat.
Oder eben halt, man geht in den Baumarkt und kauft da den billigsten Huschi-Nuschi-Teppich, lässt sich den zuschneiden und schmeißt den da einfach rein. Das ist auch relativ kostengünstig. Für die Wände, wir haben früher immer das alte Eierpappenphänomen gemacht, ist totaler Quatsch. Ist also völliger Blödsinn. Ist eine Heidenarbeit, halten nie die Dinger, fallen immer runter, bringen auch vor allen Dingen gar nichts. Und der Sound ist danach noch schlimmer als vorher. Völliger Quatsch. Meiner Meinung nach, das Einzige, was wirklich Sinn macht, entweder man lattet einmal die Decke oben rum und nagelt dann da Vorhänge einfach ran oder Stoff, den man sich besorgt in Meterwaren, also ganz zack, abhängen, oder man macht die etwas schönere Variante, besorgt sich Gardinenstangen einmal rundum und kauft sich Stoff und hängt den hin, das sieht richtig schick aus. Das Hinhängen hat den Vorteil, dass man, wenn viel geraucht wird, diese Vorhänge auch mal abnehmen kann, schmeißt sie einmal in die Waschmaschine, macht sie sauber, zack, zack, und alles ist wieder schön und der Probenraum ist wieder aprilfrisch. Diese Eierpappennummer und auch der Noppenschaumstoff, den ihr so kennt aus Studios vielleicht, den man irgendwo ranklebt, den kann man ja nicht mit nach Hause nehmen und sauber machen, der nimmt natürlich die Gerüche voll an und das ist immer sehr eklig. Also im Laufe der Zeit wird es eklig. Und es kostet auch 10-mal mehr, einen Probenraum mit Noppenschaumstoff auszukleiden, als wenn man so ein paar Vorhänge dahin hängt. Und ich finde diese Vorhänge, die Vorhängenummer sieht ganz stylisch aus, das sieht ganz nett aus, da muss man auch keine Wand malen oder sowas, ne? Also nichts, ne? Dann kann man wirklich mit ein paar Handgriff, zack, ist das was völlig anderes in dem Raum, in dem man steht. Und man hat die akustischen Bedingungen doch sehr, sehr, sehr zum Positiven verändert. Es gibt keine Flatter-Echos mehr, das Geballere ist weg. Und das ist schon mal ganz gut. Ne? Generell ist Teppich eine schöne Idee. Man könnte Teppich auch an die Wand hängen. Das bringt natürlich noch mehr, weil der schluckt sehr viel. Aber das wäre dann sehr teuer. Weil Teppich aufhängen, weil er so schwer ist, ist auch nicht ganz einfach. Das ist also, könnte man auch noch machen. Das muss man dann mal sehen. Ja, das ist eben mein heißer Tipp, ne? Damit man akustisch ein bisschen zustande kriegt. Dann auch immer ganz schön, würde ich jedem empfehlen, versichert eure Instrumente. Ne? Also das ist, wenn, also abschließbar sollte der Raum schon sein. Und dieses Versichern ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Also ich glaube so, wenn meine Richtlinie, die ich hier habe, noch so einigermaßen stimmt, wenn ihr Equipment für 20.000 versichert, dann die Bedingungen unter was Neuwert, Neupreis, Anschaffungswert und was es da nicht alles gibt, ist von Versicherer zu Versicherer verschieden. Für Musikinstrumente gibt es keine extra Versicherer. Das kann jeder, der eine Versicherung hat, kann seinen Versicherer fragen. Das bieten die eigentlich an. Kostet im Jahr dann so 200 Euro. Ne? Ich denke, für einen Equipmentwert von 20.000 wäre 200 Euro in der Band als Probenraum, das kann man mal stemmen. Ne? Ist dann auch meistens, wenn man seine Versicherung darauf anspricht, wie das ist, wenn das Equipment on the road ist, also im Auto liegt und einer, das kann ja mal sein, man ist unterwegs, Gig, ne? Und man muss ja irgendwann mal aus dem Auto aussteigen und das Equipment steht im Auto oder man ist im Hotel und kann es nicht mit rein und aus irgendwelchen Gründen geht es nicht. Das Equipment liegt einfach im Auto und dann wäre es sehr geil, wenn eure Versicherung das trotzdem versichert hat, wenn es im abgeschlossenen Auto versichert ist als Versicherung. Das ist sehr geil, das geht auch. Und das ist natürlich denn, da kann natürlich mal was passieren, Gelegenheit macht Diebe, das ist völlig klar. Ich rede hier natürlich auch davon, dass man denn nicht fahrlässig das Auto irgendwo hinstellt und Pfeil bietet hier Brecht ein, sondern ich rede dann wirklich von, dass auf einem abgeschlossenen internen Parkplatz, da kann ja trotzdem einer einbrechen. Wenn da denn was passiert, dann ist das trotzdem safe. Also das ist, also wie gesagt, das finde ich dann eine gute Sache, dass dann eben halt das Equipment nicht nur im Probenraum versichert ist, sondern generell als Equipment versichert ist. Na, auch gegen was ich auf einem Festival, gegen Stromschäden oder sowas. Irgendwas auf jeden Fall. Ne? Na, für einige Schäden muss natürlich der Veranstalter dann auch aufkommen. Aber es kann immer mal so Situationen geben, da ist das nicht ganz klar, wer die Versicherung halt zahlen muss. So, das wäre eben halt ein heißer Tipp. Ne? Und ja, ganz wichtig auch, Toilette. In einem Probenraum, es muss irgendwo eine Toilette, sonst ist das alles ätzend. Parkplätze wäre natürlich auch ganz geil, ne? Dass man nicht immer 400 Ecken laufen muss, weil man ja auch gerne als Musiker viel Equipment schleppt, Treppen und so. Ist auch ein Kriterium, ne? Wie komme ich in meinen Probenraum rein? Ist das in nächster Zukunft, wird das hier zu einem Fitnessraum für uns alle? Ne? Wobei das natürlich auch manchmal gar nicht so schlimm ist, wenn man sich auch mal bewegt. Ja. Das sollten einen Probenraum, das sind so die Kriterien. Ne? Und wo kriegt ihr die her? Fragt an Musikschulen, vielleicht vermieten die selber. Fragt, wer noch zur Schule geht, fragt die Schule, vielleicht kann man in der Schule proben. Oder generell fragt andere Musiker. Andere Musiker generell müssen ja auch irgendwo proben. Da fragt man halt die, ob die was wissen, ob die Bekannte haben, ob man da noch mit rein kann, keine Ahnung. So generell, jetzt könnte man auch auf die Idee kommen, mit anderen Bands zusammen zu proben, Probenraum teilen, schöne Idee. Lasst es euch gesagt sein, aus der Praxis immer schwierig. Es geht nur auf einen Weg.
Beide Bands, zwei Bands, ein Raum. Beide Bands, Equipment nicht teilen. Ne? Weil, wenn man teilt, geht immer was kaputt und dann war es grundsätzlich nie der, der es kaputt gemacht hat. Geht nicht. Equipment muss man, also ne, das mit dem Teilen ist ganz schwierig. Sollte definitiv jede Band ihr eigenes Equipment haben, dann nagelt ihr einen Terminkalender an die Wand und dann trägt sich jede Band von Woche zu Woche ein zum Proben, damit der Termin steht. Nicht, ne, nicht, dass das dann so losgeht und eine Band so, oh, ich fülle jetzt erstmal hier das ganze Jahr aus und kommt dann nie. Das passiert nämlich auch häufig Woche zu Woche. Jede Band trägt sich ein, dann wird geprobt, Ende. Alles andere geht nicht. Ne? Dann nimmt der eine mal was von dem einen mit, sagt nicht Bescheid. Oder auch eine Band hat einen Auftritt, räumt ihr Equipment raus, dann ist auf einmal die Gesangsanlage weg. Kenne ich alles aus Erfahrung irgendwo. Und alles nicht gut, das geht nicht. Probenraumbeteiligung zwecks Geld aufsplitten ist eine schöne Idee, aber das geht nur mit ganz harten Regeln. Ne? Und da müsst ihr auch nicht, lasst es euch gesagt sein, da muss man sich auch nicht gegenseitig irgendwie, nee, wir wollen hier alle Freunde sein und Peace und so, vergesst das, das klappt nicht. Ne? Und das klappt schon in so kleinem Rahmen, mit 10 Leuten werdet ihr das nicht hinkriegen. Es wird immer Reibereien geben, wenn man nicht knallharte Regeln aufstellt und dann funktioniert's. Lasst es euch gesagt sein, dann funktioniert's. Das sind so die Sachen, ne? Musikschulen. Ihr könnt natürlich auch Industriegebiete, da kann man auch gut mal fragen, da kann man nämlich immer schön Krach machen, dass man eventuell, was weiß ich, wenn ihr irgendwo eine große Halle seht oder so, und da gibt's meistens immer so kleine Räumlichkeiten, die mal mit gebaut wurden, aber irgendwie dann doch nicht genutzt wurden, was weiß ich, so ein kleines anteiliges Büro oder so, und wenn man da mal fragt und sagt, ey Mensch, na, für ein paar Euro im Monat würden wir hier zum Beispiel gerne proben, mal gucken, vielleicht geht's ja, ne? Also Fragen kostet in aller Regel nichts, ne? Es ist ja immer so, beim Probenraum-Ding ist ja immer so der Krachfaktor so eine Sache, ne? Oder man geht wirklich mal, wenn man mal ganz mutig ist und mehrere Bands hätte, theoretisch steht ja irgendwo ein komplettes Gebäude irgendwie leer und wo man sagt, ach Mensch, hier können wir uns ja mal mit 4, 5 Bands reinmieten und dann kann man auch mal den großen Wurf probieren, ne? Dass man dann sagt, Mensch, so für einen Probenraum könnte man pro Band 100, 150 im Monat kann man nehmen, wenn da theoretisch 4 Räume drin wären, hätten wir so 400 bis 600 Euro, natürlich dann ohne Strom und Nebenkosten. Vielleicht kann man ja so ein gesamtes Objekt, vielleicht kann man sich da auch einfach, ne, gesamt reinmieten. Das ist natürlich, muss natürlich einer der Versicherungsnehmer sein, der Mieter sein, und einer muss natürlich den Arsch in der Hose haben, die Verantwortung für die ganze Geschichte zu nehmen. Hat natürlich auch was, also da müssen sich die Bands auch benehmen, ne? Also das geht dann auch nicht mit, wir reißen die Hütte hier ab und so. Alles klar, das mal so kleine Tipps. Da, ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen nichts vergessen. Wenn ihr noch ein paar lustige Kriterien habt, dann haut's mal raus. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen im Hinterkopf oder so, aber das sind so die spontanen Punkte, die mir wichtig sind, die mir eingefallen sind. Und benehmen müssen wir uns sowieso alle, wenn wir im Probenraum sind. Nehmt auch auf andere Rücksicht, macht nicht Lautstärken, Krawalle, Exzesse bis zum geht nicht mehr. Es leben in der Welt noch andere Menschen. Ich denke, man kann sich da arrangieren.